Hi Leute und willkommen zum 20. Vlog. Ja, ich habe gedacht, zum 20. Vlog müsste ich ja eigentlich irgendwas Besonderes machen, also irgendwas, was ich sonst nie mache. Und da ich mir in meiner bisherigen Zeit als YouTuber irgendwie abgewöhnt habe, auf blöde Kommentare zu reagieren und mich darüber aufzuregen, mache ich heute genau das. Es sind allerdings nicht nur Hater-Kommentare, die ich mir rausgesucht habe, sondern auch einfach, ja, bescheuerte, unverständliche oder was weiß ich was für Kommentare. Sollte übrigens einer von dir dabei sein, dann nimm's nicht so ernst. Es sei denn, ich meine es so, denn es gibt wirklich einige darunter, die mich echt zu Weißblut bringen. Ja, und da das recht viele sind, fange ich jetzt mal an. Video gut, aber der Anfang total bescheuert. Ja, deswegen geht's ja auch schon los. Vlog. Erster. Toll. Erster. Oh, ja doch. Liebe Weltverbesserer, für eine gesunde Ernährung sind reichhaltig Tierprodukte vonnöten. Wenn ihr diese nicht essen wollt, dann leidet ihr früher oder später an Mangelernährung und werdet krank. Überlegt euch das also lieber vorher. Zu spät. Mist! Okay, das soll jetzt nicht beleidigend sein, aber leider kannst du nicht kochen. Nur ein Tipp, mach lieber andere Videos als Kochvideos. Trotzdem gut gemacht. Irritiert euch auch das trotzdem gut gemacht am Ende? Wie wär's, wenn du erstmal kochen lernst, bevor du hier Kochvideos einstellst? Ist ja nicht zu ertragen. Solche Kommentare sind mir echt die liebsten, denn ja, man kann sie einfach lesen und denken, Nächster Kommentar. Denn die Aussage ist gleich null. Ich weiß nicht, was hat ihn gestört, dass er mir vorwirft, ich könne nicht kochen. Habe ich das Gemüse falsch geschnitten oder das falsche Kochgeschirr benutzt oder das Messer falsch gehalten oder die falsche Temperatur zum Kochen benutzt oder alles auf einmal? Müsste man ja eigentlich denken, denn immerhin kann man nicht behaupten, jemand kann etwas nicht, nur weil er ein Element davon nicht beherrscht. Und das, was am Ende rauskam, war ja doch lecker, also kann ich ja irgendwie doch mehr als nicht kochen. Die Frage bleibt also, was ist mit dieser Aussage gemeint? Ich denke mal, dass ihm das Rezept ganz einfach nicht gefallen hat, ohne dann zu schreiben, mir hat das Rezept nicht gefallen, weil, hat er das Ganze einfach verallgemeinert und fertig war der Du kannst nicht kochen Kommentar. Genauso hätte er einen Daumen nach unten geben können, dann wüsste ich zwar auch nicht, warum jemandem das Video nicht gefällt, sondern nur, dass es jemandem nicht gefällt, aber ja, das wäre zumindest weniger Energieaufwand für das gleiche Ergebnis. Naja, zumindest fast. Immerhin würde ich für einen Daumen runter keinen langen Monolog halten. Bei der Anhängerschaft fanatischer Ideologien, damit natürlich auch Tierrechtlern, generell beliebt ist es, die Grundlage der gegnerischen Argumentation in Frage zu stellen. Wenn zum Beispiel jemand klarstellt, warum 5 plus 5 nicht gleich 9 sein kann, kann die Gegenfrage kommen, warum man das überhaupt so festgelegt hat. Könnte man nicht auch sagen, dass 5 plus 5 gleich 9 ist? Dann wäre letzteres richtig. Scheiß auf den Müll da! Bioabfall! Schönes T-Bone Steak auf dem Lamm geschnitten. Du schneidest deinen T-Bone Steak auf dem Lamm? Strange. Oder meinst du etwa aus einem Lamm geschnitten? Okay, jetzt mal eine kleine Fleischkunde vom Veganer. Ein T-Bone Steak wird aus dem Roastbeef geschnitten, also vom Rind. Wenn es nicht vom Rind ist, ist es kein T-Bone Steak. Das Junge vom Rind ist ein Kalb. Ein Lamm ist ein junges Schaf. Ein T-Bone Steak aus einem Lamm oder einem Schaf gibt es nicht. Boah, irgendwie peinlich, dass ich das erklären muss. Beschäftige dich wenigstens mal mit den Tieren, die du so isst. Du nimmst meinem Essen das Essen weg, Tierquäler. Sagt das echt noch jemand? Schau mal links neben deine Leertaste. Ach, ihr Veganer habt es nicht leicht. Ich genieße das Töten und mein Leben ist einfach. Hihi. Und nennt eure Nahrung als das, was sie ist. Was ihr da zusammen kocht, ist keine Lasagne. Echte Lasagne wird mit Hackfleisch gemacht. An dir sieht man auch gut, dass vegane Ernährung zu Haarausfall führt. Ja, meine Haare wussten schon vorher, dass ich vegan werde, deswegen sind sie auch schon vorher ausgefallen. Ich kenne deine Story zwar nicht, aber dein Haarausfall ist ja krass. Schätze mal, du bist erst seit einer nicht so langen Weile Vegetarier-Veganer, oder? Ich meine, wäre echt schade. Kannst mehr aus dem machen einfach damit. Kostet halt, aber lohnt sich. Naja, ich würde dir empfehlen, eine Haartransplantation zu machen. Kostet unter 1000 Euro und Mineralium, Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen etc. Gute Idee. Rügen bei einer Wurstwerbung vor einem veganen Kanal? Huch! Naja, besser hier als woanders, denn hier klickt wenigstens keiner drauf.
So gesehen schadet jeder Fleischwerbeclip vor einem meiner Videos der Fleischindustrie. Nimm das, Fleischindustrie! Es ist doch unglaublich, wie ekelhaft einige Leute sind. Mann an alle Veganer, Fleisch lebt nicht. So einen Dreck, was ihr da kocht, würde ich ja nicht mal meinem Hund geben. Was zum... Natürlich lebt Fleisch nicht, weil es ein totes Tier ist. Was ist das überhaupt für ein Argument? Oh Gott! Also ich mache meine veganen Pfannkuchen immer mit Eiern, Milch und Nutella. Sorry, habe ich irgendwas Wichtiges verpasst? Geh wieder Pflanzen anbeten und Tofu fressen, Hashtag gay. Mal abgesehen davon, dass ich überhaupt nichts Schlimmes daran finden kann, Pflanzen anzubeten, was genau hat das mit schwul zu tun? Kommt sonst noch irgendwer auf die Idee, Homosexualität und Veganismus in einen Topf zu werfen? Hä, bin verwirrt. Bist du nun unter die Veganer gegangen? Schwul oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Verwirrt. Oh, ernsthaft? Wie kommt ihr darauf? Weil Veganer kein Fleisch mehr essen und damit nicht mehr als männlich gelten, oder was? Weil Fleisch ja auch so hetero ist, ne? Bei Aldi, 1 Kilogramm Hack, halb und halb für 2,99 ist voll hetero und männlich. Und Milch trinken erst. Also Muttermilch trinken. Also Muttermilch einer anderen Spezies trinken. Also, dass das für die Kinder einer anderen Spezies gedacht ist, ist total männlich und erwachsen. Da hat die Werbung wirklich ganze Arbeit geleistet. Milch macht müde Männer munter. Willkommen zur Burger King Mancademy, wo Männer in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Und wenn sich dann einer gegen die Übermacht der Gesellschaft behauptet, die glaubt, vegan sei ungesund und unnormal, dann wird er als schwul und unmännlich abgestempelt. Wobei schwul hier als Schimpfwort benutzt wurde, als wenn Schwulsein irgendwas Schlimmes ist. Mittlerweile glaube ich, dass schwul, wenn es als Schimpfwort benutzt wird, so viel heißt wie unmännlich oder schwach. Aber ja, überlegt mal, was man heutzutage für Eier braucht, um sich zu outen oder um vegan zu werden und das dann auch noch öffentlich zuzugeben. So gesehen müsste also ein schwuler Veganer der Inbegriff von Stärke und Durchsetzungsvermögen sein. Mal ernsthaft. Bist du etwa einer, der kein Fleisch isst? Du bist, was du isst? Dann bin ich wohl eine Möhre. Mal ernsthaft, warum sollte ich einen veganen YouTube-Kanal betreiben, wenn ich noch Fleisch esse? Hä? Das ist kein Hackbraten. Das ist kranker Scheiß, den du da zubereitest. Das ist zwar schön, dass du da Gemüse zubereitest, aber bitte nicht, um damit Fleisch zu ersetzen. Oder bist du Allergiker? Oder krebskrank? Oder hirnverbrannt? Moment mal. Heißt das, wenn ich Krebs hätte, dürfte ich Fleischgerichte vegan nachmachen? Das heißt, ich muss erst viel Fleisch essen, um dann irgendwann Krebs zu bekommen und dann muss ich mich für vegane Fleischgerichte nicht mehr rechtfertigen? Und du fragst mich, ob ich hirnverbrannt bin? Schaut euch die Clips von Coconut210379 und Michael Rikutzre an. So sehen Menschen aus, die lange Zeit vegan gelebt haben. Alle beide entschuldigen ihre Optik zum einen mit den schlechten Lichtverhältnissen der Kamera, zum anderen sei das Wetter schuld. Gelogen! Das sind die Mangelerscheinungen der veganen Ernährung. Finger weg davon, esst ausgewogen. Vegan verhindert, dass Menschen alt werden. Ach ja? Frag mal die 108 Jahre alte Loreen. Und zum Thema Mangelernährung, hier mal ein kleiner Funfact. Obwohl, so viel Fun hat er gar nicht. Die Inkas hatten eine sehr grausame Strafe für Schwerverbrecher. Die Verurteilten wurden eingesperrt und bekamen nur noch Fleisch zu essen. Das heißt, sie verhungerten nicht, sondern sie gingen nach und nach an vielen Mangelerkrankungen zugrunde. Dagegen wäre Wasser und Brot wahrscheinlich schon fast vollwertig gewesen. Du Schnitte. Vegan ist doch scheiße. Das ist doch keine Bratwurst, das ist scheiße. Bratwurst ist aus Fleisch gemacht. Fleisch. Fleisch ist einfach das Beste. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, du darfst kein Fleisch mehr essen, ich würde ihn umbringen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ihr kein Fleisch esst. Ich hasse es nur, wenn mir jemand sagt, Fleisch ist ungesund. Warum bist du nicht vegan? Ich suche so oft nach leckeren Rezepten und immer sind die vegan oder vegetarisch. Ich könnte ausrasten. Wisst ihr, was schlimm wäre? Wenn Fleischessen auch noch aggressiv machen würde. Dein dummes beim Essen nervt. Mir egal. Ein Salat musste sterben, weil du Veganer bist.
Hab ein Herz, friss Steine. Das könnte ich den Abstein niemals antun. Behinderter der vegan Öko-Freak. Du siehst doch scheiße aus. Und zwar, weil du kein Fleisch isst. Nein, ich sah schon vorher scheiße aus. Aber lieber scheiße aussehen als scheiße labern. Schwachkopf. Wie kommt man eigentlich dazu, jemanden im Internet, in diesem Fall auf YouTube, zu beleidigen? Also, ich meine, ich kenne das auch aus dem Real Life. Zum Beispiel beim Autofahren. Wer hat noch nie Arschloch gerufen, wenn einem die Vorfahrt genommen wurde? Oder auf Arbeit. Wenn der Kollege vor einem wieder seinen ganzen Dreck hinterlassen hat, da rutscht einem dann auch mal was raus. Aber niemand würde doch auf die Idee kommen, den Kollegen zu Hause anzurufen, wenn der jetzt schon Feierabend hat, und ihn als Dreckschwein zu beschimpfen. Sorry an der Stelle an alle Schweine. Oder ihm sogar eine Notiz zu schreiben und zu hinterlegen. Warum also bei YouTube in die Kommentarzeile klicken, oder wie in diesem Fall sogar in die Kanalkommentare, dort Schwachkopf einzutippen und dann noch auf Posten zu drücken? Was für ein Aufwand, für nichts! Dann doch lieber einen Kommentar mit Inhalt schreiben und darin sagen, was einem an dem Kanal oder an dem Video nicht passt und was einen daran wütend macht. Ist zumindest meine Meinung. Tiere sind da, um getötet zu werden und um gegessen zu werden. Ein Video über ein Schweinefilet mit Rosé-Kot und alternativer Nudelbeilage würde mich freuen. Ach, hatte ich ja schon. Da fehlt Fleisch und Käse. Veganisier mal einen Spanferkel. Veganisier mal dein Gehirn. Wieso ein banales Rezept? 8 Minuten Film? Leute! Hast recht. Nächstes Mal rasse ich das Rezept in ungefähr eine Minute runter. Oder noch besser. Ich blende im Video nur den Rezepttitel ein und schreibe das Rezept einfach in die Videobeschreibung. Willkommen auf YouTube. Ich will die Formelsammlung für veganes Fleisch von allen Tierarten. Sorry, ich versteh's nicht. Sieht wie Gott aus. Sieht wie ein Tippfehler aus. Was denn? Ja, ich weiß, Kritik annehmen und nicht drüber lustig machen, bla 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 bla. Vegan ist das sicher nicht. Doch. Scheiß Hippies. Das wurde übrigens bei den Schokoladenkeksen kommentiert. Bei Schokoladenkeksen! Was haben nochmal Kekse mit Hippies zu tun? Ich komm gleich drauf. Kannst du mal irgendwas mit Orangen oder so machen? Klar. Tada! Ist es eigentlich noch vegan, wenn man Pflanzen-Pokémon isst? Dieser Samensalat. Wie kann man nur so grausam zu unschuldigem Gemüse sein? Ich bin entsetzt. Wo bleibt das Lebensrecht der Paprika? Nur weil es Menschen gibt, denen erst nach Gemüse gelüstet, musste die Paprika sterben. Nur um perverse Gelüste zu befriedigen. Ja, ich weiß. Aber es schmeckt mir halt so gut. Ernährst du dich nur vegan? Du schaust nicht sehr gesund aus. Ziemlich mager im Gesicht. Ich kenne Leute, die essen Fleisch und die sind noch dünner und magerer als ich. Nur mal so. Ich wette übrigens, dass du das nicht geschrieben hättest, also das mit dem mager im Gesicht, wenn ich ein fleischkochender YouTuber wäre. Stimmt's? Wenn man nämlich hört, dass der und der vegan ist, dann guckt man auch schon mal mit ganz anderen Augen hin. Das habe ich damals auch so gemacht und ich mache das heute immer noch so, nur jetzt mit Fleischessern. Guck mal, der ist dick. Der isst bestimmt Fleisch. Stimmt trotzdem manchmal nicht. Der Typ nimmt doch Drogen. Die armen Kaffeetiere. Keine Drogen. Nur Bananen. Apropos Drogen. Was für Kaffeetiere? Selbst schuld. Denk nach. Mach trotzdem weiter so. Gesundes neues Jahr. Danke. Weiter. Wieso sollte ich das tun? Witzfiguren. Was tun? Worum geht's? Du Armer, musst dich immer mit ekligen Sachen ernähren. Darf ein Veganer überhaupt Wasser trinken oder atmen? Im Wasser und in der Luft sind ja auch überall Bakterien und Tierchen, ganz kleine.
Ach, was soll's. War's das jetzt? Oh, es ist vorbei. Na endlich. So, jetzt wisst ihr, mit was für Kommentaren ich mich manchmal so rumschlagen muss. Ich habe jetzt auch genug. Haben wir noch einen positiven Kommentar? Ich glaube, ich baue jetzt einen. Wenn du jetzt bei mir vorbeikommst und das mitbringst, baue ich dir einen Tempel. Oh. Tja, Leute, ich mache jetzt nochmal schnell eine Lasagne und muss dann mal kurz weg. Ach ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was so eure meistgehörten und blödesten Fleischesser-Kommentare sind. Tschö. Vegan ist doch scheiße. Das ist doch keine Bratwurst, das ist scheiße. Bratwurst ist aus Fleisch gemacht. Fleisch. Fleisch ist einfach das Beste. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, du darfst kein Fleisch mehr essen, ich würde ihn umbringen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ihr kein Fleisch esst. Ich hasse es nur, wenn mir jemand sagt, Fleisch ist ungesund. Warum bist du nicht vegan? Ich suche so oft nach leckeren Rezepten und immer sind die Veganer oder vegetarisch. Ich könnte ausrasten. Satzzeichen retten Leben.